Ich bin der Günther, ich bin aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2, aber dumm. Jegliche weitere Anmoderation erspare ich euch. Ihr habt schon oft genug gehört, dass meine Gehirnzellen absterben und ich diese Folge auch einfach nur fertig haben will. Yay! Mir sind die Blätter weg. Scheiße, das ist die letzte Seite, nicht die erste. Mal gucken, ob wir heute wieder almanig werden. Kapitel 9. Die Legende der dunklen Welt. Ich glaube, so weit waren wir noch nie richtig in einer Folge. Es ist einfach logisch. Wir brauchen also eine saubere Tafel. Und schon sind wir raus. Es wird von selbst angeklickt. Ich habe sofort meine Hand auf seinen Arm gelegt. Ist die annehmbare Abteilung auf diese oder jene Weise abgetrennt? Als du mich zurückgebracht hast, war es das letzte Licht. Dies waren die Überreste des Kartenelements. Ohne sie wäre meine Seele nicht scheinheilig. Mit den anderen Worten, reine Demut ist ein Teil meiner Seele. Ja, wenn ich dieses Projekt aufnehme, geht mir das nicht anders. Dann kam mir die Idee, zu ehren, was wir tun müssen, um unsere dunkle Kraft zu erlangen. Früher habe ich viel Wasser getrunken und jetzt habe ich es wieder verloren. Aha, danke für die Info. Was ist das? Seid ihr alle verrückt? Haben wir während des Anrufes nicht vergessen? Ich wusste, dass sie das sagen würden. Es gibt aber auch den Geist der Transformation. Denken Sie darüber nach. Beide Purple-Module haben keinen bestimmten Zweck. Und wissen Sie warum? Weil sie aus der Hölle gemacht sind. Das klingt wie so fucking Werbesendung. Bloß das, was der labert, Digga. Beide Purple-Module haben keinen Zweck. Und wissen Sie warum? Weil sie aus der Hölle gemacht sind. Geil, das will ich kaufen. Wenn wir die dunkle Kraft aus der Division entfernen, ist dies keine besondere Forderung und kann uns nicht widerstehen. In der Tat, wir haben Purple-Module aus der Hölle. An sich schien alles vernünftig und hätte Auswirkungen haben können, aber ich sah immer noch ein kleineres Problem mit diesem gut ausgearbeiteten Plan. Es sieht alles gut aus, aber auch dort, wo sie sind, willst du ins Rampenlicht geraten, um eine dunkle Macht zu erschaffen? Glaubst du das? Dieses Mal erhielt Latios Günther die erste Antwort. Die Welt, um ein bisschen so zu sein? Ich habe noch nie davon gehört. Erzählte mir eine Geschichte. In der Welt gibt es seit Jahrhunderten eine Bewegung. Ich bin erstaunt, dass sie deutlich gehört haben. Diese Legende erzählt dies einer Diese Legende erzählt, dies einer Parallelwelt, das einzige ist, dass sie bereits in die Zukunft fällt. Aber in einer Welt wie dieser sind die Dinge anders als hier. Also sind in dieser Welt die Dinge anders als in dieser Welt. Da es sich um eine Parallelwelt handelt, geschieht dasselbe wie in uns, nur einige sehr unterschiedliche Erklärungen. Es gibt andere Tage. Nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da ist jeden Tag 12 Tag. In dieser alternativen Welt hat alles seinen Platz eingenommen. Die These konnte nicht verhindert werden. Die ganze Welt fiel in Dunkelheit. Das Leben ist kurz. Die Verzauberung dieser Welt ist einer der Gründe, warum das Erscheinen der dunklen Kräfte für Pokémon in dieser Welt so traurig ist. Sie haben Angst, dass sie sicherstellen können, dass unsere Welt eines Tages eine dunkle Welt sein wird. Aber die dunkle Welt ist legendär und bleibt es auch. Zumindest größtenteils. Aber ich habe die Basisdaten vom größten Experten auf diesem Gebiet erhalten. Dark Power! Als sie mich schaffen wollte... Alles klar, die dunkle Macht hat Latios erschaffen. Als sie mich darauf vorbereitete, mit Latios zu kämpfen, sagte sie mir, dass sie die bestmögliche Welt schaffen wollte. Eine Welt in einer dunklen Welt.
Also eine Welt in einer Welt. 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 Natürlich habe ich selbst gemacht, weil du so weit von mir entfernt warst. Und als ich fragte, bestätigte Dark Power es mit all der Magie. Es gibt eine dunkle Welt in der wahren Natur, die alle Pokémon fürchten. Sie sagte sich, dass es in unserer Welt ein Portal gibt, über das sie in die dunkle Welt gelangen können. Da die dunkle Welt dieselbe ist wie unsere, aber zögernd, kann die Wahl anstelle einer dunklen Kraft hier nicht die reinen Details erfassen. Günther war wirklich überrascht von einer solchen Veränderung von mir. Ich entschuldige mich bei Ihnen? Erhalten Sie die dunkle Kraft mit der Farbe der reinen Reinheit? Nee, mit der sauberen Reinheit, weißt. Sie haben noch gar kein Wort darüber gesagt. Bedeutet das, dass ich 3 dieser geheimen Experimente wiederholen muss, oder was? Wenn sie dort wären, wären sie nicht so schlimm. Ich dachte, Latios würde versuchen, Günther zu beruhigen, aber er antwortete mit einer geringeren Reaktion, als ich erwartet hatte. Ja, nicht ganz. Befürworter ihres Falles haben daran gearbeitet, das eigentliche Protokoll dieser Erklärung online verfügbar zu machen. Das hört sich jetzt auch wie irgendwie Kundensupport oder so ein Bullshit an. Also wir haben heute die Dauerwerbesendung am Start. Guradu hat keine Wache. Wie Lettland hier, die dies tut. Was ist mit Lettland immer los? Glauben Sie mir, Sie werden es genießen. Alle Wachen dort sind eine Schattenkreation. Klingt wirklich so, als würde man das leicht genießen. Das heißt, was das Testen dieser Teile von der Pure Bridge betrifft. Sie können sehen, wie großartig Gernter in der Show ist. Hoffentlich wird ein Traum wahr. Lassen Sie mich raten, ich muss noch einmal über alles reden, weil dies die einzige Option ist. Wer wird sich diesen Prüfungen stellen? Jetzt waren wir alle zusammen. Aber was ist, wenn es nicht Günther ist, der sich danach für die dunkle Welt entschieden hat? Er muss noch stärker als Günther sein, um diese Tests zu bestehen. Wo können wir Pokémon so stark sehen? Es mag optional sein zu beherrschen, wie er auf diese Aussage reagieren soll. Aber ich habe bereits verstanden, was Latios sagen wollte. Du meinst es nicht ernst, Latios? Es macht keinen Sinn. Gegenfrage. Was? Das auf diesen Blättern, und auf diesen Blättern steht, macht in irgendeiner Form Sinn. Nichts. Gar nichts. Niemand. Ich habe jetzt die Blätter komplett verknickt. Günther hat nie verstanden, was Latios meinte. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Latias und Hydrope, die ganze Zeit über geschwiegen hatten, waren jetzt in Kontakt. Jetzt möchte ich überprüfen, wer ausgewählt werden soll. Kommen Sie direkt zum Latios-Punkt. Daher denke ich auch, dass alle zustimmen. Latios bestätigte schließlich meine Schätzung und die anderen auch. Die dunkle Welt. Alles klar. Aber was bedeutet das? Mit jemandem wie Günther bin ich total schwach. Alleine stark, aber mit Günther? Nee. Wenn Günther Konflikte in diesen Prozessen hatte, wie soll ich sowas als nächstes tun? Ich find's super, wie nicht in einem Wort erwähnt wurde, dass Floyd da eigentlich die Prüfung machen soll. Aber hey! Um eine ernsthafte Antwort zu erhalten, aber es scheint, dass Latios mehr tun wird, als ich denke. Noch wichtig in dieser Hinsicht ist, dass es fast eine Puppe war. Warum? Denk an Floink. Gut, er sagt Floink jetzt, dass er an sich selber denken soll. Wahrscheinlich! Denk an Floink. Erinnerst du dich nicht an etwas, was passiert ist, bevor du den Zwielichtwald betreten hast? Ich war zuerst sprachlos. Woher weißt du das? Ich hab's niemandem erzählt. Zu meiner Überraschung antwortete Hydropi. Wir alle kennen Floink, nur nicht ihn. Was? Also das steht da und das ist meine Frage. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das Einzige, was ich bei meinem ersten Treffen zu Bulbasaur...
Doch Bulbasaur sagte, war, dass ich die Gegend nicht verlassen würde, weil ich nicht sagen wollte, dass ich nicht wusste, woher mein Fan kam. Sie seufzte, aber sie kam gerade heraus und dass all meine Freunde davon wussten. Günther kannte den Grund für mich. Nun, Bulbasaur hat es uns allen ohne zu zögern erzählt. Zur gleichen Zeit meine erste Erfahrung in der Nacht, als wir in Treasure Town ankamen. Als du schlafen gegangen bist... Ich kann nicht mal lesen heute! Als du schlafen gegangen bist, hat Bulbasaur uns alle erneut alarmiert und uns das erzählt. Es ist auf jeden Fall so, dass sie einen Gedächtnisverlust hatten. Er sagte, dass sie es ihm bereits gesagt hätten, wenn sie nur ein wenig über den Völkermord gewusst hätten. Ja, ich habe Undertale Genocide Run, glaube ich, 7-mal er war von diesem Moment an wirklich verärgert. In gewisser Weise wollten wir es ihnen erklären. Bald scheiterte die dunkle Macht, sodass wir ihnen helfen können, ein wenig über ihre Zukunft zu lernen. Aber da wurde nichts draus. Zuerst habe ich eine Weile gebraucht und ein bisschen, um alles zu verarbeiten. Schließlich wurde mir klar, was passiert war, aber einen Teil davon verstand ich nicht. Aber wenn Bulbasaur es ihr an diesem Abend erzählt hätte, wie würden sie von den Latianern und Latinos wissen? Ihre Entscheidung war immer noch vernünftiger als erwartet. Hydropia hat mir ein paar Tage später X erzählt und ich habe es Latios gegeben, bevor wir zu dir kamen. Ich hatte ihre Antworten satt und wollte nicht länger reden. Ihre Frage ist also Latios. Ja, das stimmt. Gut, Latios ist jetzt eine Frage. Aber was hat das mit der dunklen Welt zu tun? Die eigentliche Frage lautet, ich weiß es nicht. Was? Das ist so ein... Ich finde diesen Dialog irgendwie saugeil. Aber was hat das mit der dunklen Welt zu tun? Die eigentliche Frage hier ist doch, ich weiß es nicht. Wow, Latios, GG an dich. Aber es ist sicher anzunehmen, dass ihr zukünftiger Verlust und ihr Gedächtnis an einen dunklen Ort gebunden sind. Und ich bin sicher, sie sind nicht schwach, aber sie haben immer noch viel Potenzial. Wurde nicht benutzt. Niemand wird in der Lage sein, diesen Job richtig zu machen. Dann ist ja schön, dann braucht ihr es ja gar nicht zu probieren. Aber wo genau ist eigentlich das Portal zur realen dunklen Welt? Latios war besonders verlegen. Das ist natürlich eine sehr dumme Geschichte. Ja, das ist eine sehr dumme Geschichte. Das hier ist eine sehr dumme Geschichte. Es ist so, das Portal befindet sich in einer versteckten Höhle, bald am Spiegelsee in Silberdorf. Als Gegenleistung. Weißt du was? Wenn sich das Portal in Silberdorf befindet, fahren wir nach Silberdorf. Ich meine, gibt's eine andere Option? So wusste ich, dass es real war. Aber ansonsten bat ich Latios um Schutz. Und sie können kein Porträt eines Meeres weit von Silberdorf erreichen. Er sagte nein. Nein. Danke, das musste ich jetzt auch zweimal hören. Die einzige Möglichkeit, den Preis am Grund des Sees umzukehren, besteht darin, am Anfang des Sees in das kalte Wasser des Sees einzutreten. Sees. Dann können sie diese sehr versteckte Höhle erreichen. Also wurden alle anderen Wege vermieden. Wir mussten uns nach Silberdorf begeben. Dort einen Hügel bekommen und Geld verdienen. Alles klar, sie steigen in den Immobilienhandel ein. In der Hölle. Also haben wir uns auf die Reise nach Silberdorf gemacht, die noch verheerender sein wird als unsere bisherigen Erfahrungen. Aber Latios gab uns einen wichtigen Hinweis. Aber wenn sie versuchen, auf das Portal zuzugreifen, seien sie vorsichtig. Ohne die Macht der Dunkelheit werden wir nicht in unsere Welt zurückkehren können. Bereits wenn wir gezwungen sind, in der Höhle zu bleiben, gibt es nur ein Portal. Oder stirb. Wir hatten keine Ahnung, wie wir durch den Zivinsee kommen könnten, ohne es zu entdecken. Wir wussten nicht, dass wir ihn vermissen würden. Wenn Nick Crossmar die dunkle Macht über Latios Rückkehr informiert hätte, hätte sie uns trotzdem zur Rechenschaft gezogen.
Silberdorf war jedoch nicht großartig. Doch Silberdorf ist die großartigste Stadt, die je in einer Geschichte erfunden wurde. 2 Schritte reichen aus, um auf das Portal zuzugreifen. Dann, meine Freunde, danke ich euch, dass ihr heute in dieser wunderbaren Werbesendung beigewohnt seid. Um noch einmal einen kurzen Überblick über unsere Ware zu geben. Einerseits verkaufen wir eine Immobilie in Silberdorf, ein Hügel mit wunderschöner Aussicht, 50 Quadratmeter und das alles für den unfassbar billigen Preis von gerade mal 30.000 Poké-Dollar. Ein Baum ist inklusive. Ansonsten können Sie sich natürlich auch, wenn Sie dies möchten, unseren Purple-Modulen bedienen, die aus der Hölle selbst erschaffen wurden. Wenn Sie eine unserer tollen Waren kaufen wollen, dann rufen Sie an unter 0800 6969 69 69 69 42069. Wenn Ihnen unsere Werbesendung auch so gut gefallen wie uns, da wir damit Geld verdienen, schalten Sie doch beim nächsten Mal wieder ein und lassen Sie ein Abonnement auf Werbung TV da. Nein, mir ist gerade kein besserer Name dafür eingefallen. Und greifen Sie schnell zu. Es gibt nur eine einzige Immobilie für Silberdorf. Wenn Sie sie haben wollen, müssen Sie jetzt zugreifen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Ihnen wieder tolle neue Ware vorstellen. Jetzt ganz im Ernst, wer auch immer du bist, der da gerade vor dem Bildschirm hockt und das noch hört, was machst du mit deinem Leben? Warum guckst du das?